Guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen bei uns zum Gottesdienst. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute da, vielleicht schaust du auch zum ersten Mal zu. Ich möchte euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen, eine Reise, etwas, was ich selbst erlebt habe, etwas, was ich selbst durchfühlt habe, wobei ich glaube, das hat auch etwas mit eurem Leben zu tun. Ich bin in dieser Gemeinde hier zum Glauben gekommen und habe locker 500 Jugendstunden hier erlebt, locker. Und ganz oft während dieser Jugendstunden oder danach, als ich zu Hause war, hat mich ein Gedanke beschäftigt, nämlich der Gedanke, was wäre eigentlich, wenn Jesus in der nächsten Minute in den Jugendraum käme, wo würde er dich finden? Und ich habe damals immer gesagt, versteckt hinter dem Sofa. Und vielleicht würde ich mich trauen, an der Kante des Sofas vorbeizugucken, um Jesus zu sehen, wie er mit den anderen umgehen würde, aber zu mir sollte er lieber nicht kommen. Heute denke ich übrigens anders darüber, weil ich die Bibel einigermaßen besser verstehe als damals. Wisst ihr, als ich jung zum Glauben gekommen bin, habe ich mir vorgenommen gehabt, die Bibel ganz schnell durchzulesen. Und ich habe sehr intensiv gelesen und bei meiner intensiven bei den Leseeinheiten habe ich so schnell gemerkt, warte mal, Gott ist heilig. Punkt. Gott ist heilig und Jesus ist Gott, also ist Jesus auch heilig. Und wenn ich dann 30 Sekunden lang mal mein Herz erforscht habe, dann habe ich schnell gemerkt, mein Herz und seine Heiligkeit und seine Reinheit, das ist nicht kompatibel. Das passt einfach nicht. Das habe ich ganz oft gedacht. Und in der Tat ist es ja so, dass wir mit dem, was unser Herz so produziert und was da drin ist, was oft auch über unsere Lippen geht, wir leben ja ganz häufig an Gottes Maßstäben vorbei. An seiner Vorstellung von Moral, an dem, was er denkt und sagt, was richtig und falsch ist. Und da merke ich, schon wieder, es ist so, Gott ist zu heilig für mein verkorkstes Herz. Ich will zu Gott kommen, ich will mich ihm nähern, ich will seine Nähe, aber irgendwie, nee, so kannst du dich nicht präsentieren, das geht nicht. Guck dich an, funktioniert nicht. Nein, ich habe keine Angst, aber eben das Wissen, bleib mal lieber hinter deinem Sofa. Nein, ich habe keine Furcht, aber Ehrfurcht. Warum spreche ich mit euch heute über dieses Thema? Wenn du zu einer Freikirche gehst, und so diese ganzen Bildchen zugeschickt bekommst über WhatsApp und diese Ermutigung und all das und du hast die Bibel noch nie gelesen, dann wirst du die ganzen Inhalte, die dir gesagt werden, du wirst es aufsaugen. So, du wirst es aufsaugen und du wirst mögen, wenn man dir sagt eben, hey, Jesus liebt dich, Jesus vergibt dir. Ja, Jesus freut sich, wenn du seine Nähe suchst, Jesus freut sich, wenn du in seine Arme kommen willst und er schließt dich auch in seine Arme. Jesus ist dein Freund. Jesus will dich segnen. Und ja, Jesus wird dir den Weg zum Vater ebnen. Stimmt das alles oder nicht? Das stimmt alles und ist auch richtig, aber dir wird ganz selten mal gesagt, wenn du das alles in Anspruch nehmen möchtest, dann solltest du mit einer Haltung der Ehrfurcht kommen, mit einer Haltung der Demut. Weil verlieren wir die Ehrfurcht, verlieren wir die Demut vor Gott, dann passiert Folgendes. Dann werden wir Gott herunterholen von seinem Thron und ihn auf menschlicher Ebene nur begegnen. Dann werden wir ihn im besten Fall behandeln wie ein Kumpel. Und das ist nicht so gut. Wir brauchen ganz dringend, wir Menschen, jemanden, vor dem wir Ehrfurcht haben,
und dem wir auch mit einem gewissen Respekt und mit einer nötigen Hingabe begegnen. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Weil wenn das nicht der Fall ist, wer gibt uns eine Richtung vor? Menschen? Wer etabliert Moral? Wer definiert und sagt, was Moral ist, richtig und falsch? Wer definiert Werte? Überleg mal, das wäre alles in Menschenhand. Wo würde das hinführen, wenn nur Menschen entscheiden würden, was richtig und falsch ist? Und wenn Menschen lieber Gott spielen, dann sehen wir, was passiert in manchen Völkern. Das heißt, wir brauchen jemanden, der ganz dringend über uns steht. Du und ich. Können wir das einigermaßen verkraften? Und ich sage dir, wenn Ehrfurcht und wenn Demut vor Gott da ist, dann wird plötzlich unser verkorkstes Herz wieder kompatibel mit dem reinen und heiligen Gott. Anders nicht. Da muss Ehrfurcht da sein. Sonst funktioniert das nicht. Und das beschreibt die ganze Bibel von Anfang bis Ende. Und wir werden uns heute mit einigen Bibelstellen befassen. Und dann will ich mal sehen, ob wir am Ende noch denken, ich sollte hinter dem Sofa mich versteckt halten oder ich darf voller Freude und voller Zuversicht hinter dem Sofa hervortreten und vielleicht sogar mein Sofa auf dem Sperrmüll entsorgen. Okay, Ehrfurcht. Wir schauen uns die ersten zwei Passagen aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 10, Verse 12 und 13. Da heißt es, nun, ihr Israeliten, was verlangt der Herr, euer Gott, von euch? Also, dort könnte auch stehen, nun Gemeinde, nun ihr Gläubigen. Was verlangt der Herr von euch? Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer seinen Wegen folgt, dass ihr ihn liebt und von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe dient. Schauen wir uns noch den Vers 20 an dazu. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, dient ihm und bleibt eng mit ihm verbunden. Was wird uns durch Mose hier ausgerichtet? Bleibt eng mit ihm verbunden, dient ihm, liebt ihn, wandelt auf seinen Wegen, meidet die Verbote und alles oder haltet euch an die Gebote und bleibt ganz eng mit ihm verbunden. Das ist ein Schlüssel. Sehr, sehr wichtig. Warum? Was sagt Vers 13? Matti, spring nochmal zurück. Ganz am Ende. Dann wird es euch gut gehen. Nein, es wird nicht alles perfekt sein. Nein, es wird nicht alles eintreten, wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir eng mit Gott zusammenleben, ihn fürchten, ihn versuchen zu lieben, ihn auf seinen Wegen wandeln, dann wird es uns besser gehen. Okay, Ehrfurcht lernt man ganz schnell in der Bibel. Dann gibt es die sagen, ey, weißt du was, ich würde so gerne Durchblick haben in diesem Leben. Ich würde so gerne Dinge verstehen, ich würde sehr gern Erkenntnis haben, ich würde sehr gern Weisheit haben, ich würde so gern mehr begreifen. Okay, was ist der Schlüssel? Was sagt das Alte Testament dazu? Wenn wir Sprüche 1, Vers 7 lesen, wie heißt es dort? Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das ist der Schlüssel, zu wissen, es gibt jemanden, der über mir steht, der alles das hier installiert hat, der genau weiß, wie die Dinge funktionieren. Und wenn ich Durchblick haben möchte, Verständnis, dann sollte ich mich an ihn wenden zuerst. Und er wird mir dann die Augen auftun für das, was ich sehen und erkennen muss und mir die nötige Weisheit geben. Schauen wir uns eine weitere Passage an aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 28 und 29. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich, sagt der Schreiber. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat.
Denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Aus Dankbarkeit Ehrfurcht haben. Dankbarkeit wofür? Dafür, dass auf uns, die wir glauben, ein unzerstörbares Reich wartet. Und überlegt mal, alles das, was wir bauen mit eigenen Händen, das zerfällt irgendwann. Wir können schon mal nicht Gott sein und unzerstörbare Dinge bauen. Und weil er das alles kann, gebührt ihm die Ehre, aber auch alle Ehrfurcht aus Dankbarkeit. Und dann sollen wir auch noch Ehrfurcht haben. Hier wird ein zweiter Grund genannt, der wird sehr selten aber erwähnt in der Kirche. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Gott könnte, wenn er wollte, wie Feuer über Dinge rüberfahren und alles vernichten. Das ist auch Gott. Ja, er ist liebevoll und barmherzig, aber er ist manchmal auch gerecht. Oder nicht manchmal, er ist gerecht und manches Mal wendet er das an, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie er das will. Und diesen Aspekt dürfen wir nicht vergessen. Du denkst, okay, ich habe dieses Grundkonzept von Ehrfurcht einigermaßen verstanden, wie das Ganze aber im Kleinen aussieht, das würde ich gern besser verstehen und vielleicht hast du ein Beispiel für mich, eine Person aus der Bibel, mit der ich mich irgendwie besser identifizieren kann. Sehr gerne, wir lesen Lukas 5 und danach noch Johannes 21, damit haben wir uns in den letzten Wochen schon beschäftigt. Und da finden wir auch etwas über Ehrfurcht, Lukas 5, da geht es immer noch um den Fischfang von Petrus und seinen Freunden. Ich lese uns mal die Passage vor, ab Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er, also Jesus, am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eins der Boote, das Simon gehörte, also Petrus, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließ alles und folgte ihm nach. Petrus hatte wohl eine Vorahnung gehabt, wer Jesus sein könnte. Und deswegen sagte er auch, okay Jesus, wenn du meinst, ich soll das Netz nochmal auswerfen, dann mache ich das. Du hast so eine gewisse Autorität und man merkt, da ist was. Aber nach diesem Fang, da wurde Petrus so richtig bewusst, ich hatte es eben mit dem Heiligen Gottes zu tun, mit dem Gesalbten, mit dem Gesandten, mit Gott selbst. Und als ihm das bewusst wurde, da war diese Spannung da, von der ich vorhin sprach, dieses, ich will zu Gott, aber ich traue mich nicht. Und interessanterweise, er sagte nicht nur, Jesus, geh weg von mir, sondern es heißt, und er kniete vor Jesus nieder. Das heißt, in diesem wackeligen Boot suchte er die Gelegenheit, sich vor Jesus hinzuknien. Das ist nicht so leicht in so einem Boot. Und in seine Nähe zu kommen, aber gleichzeitig sagt er, aber Jesus, geh weg, ich bin so sündig. Ihm wurde in diesem Moment klar, was alles in seinem Herzen ist und dass sein Herz und das, was sein Herz produziert, dass das nicht kompatibel war mit der Heiligkeit Jesu in seinem Boot. Also sagt Jesus, wenn man dieses Wort übersetzt, dieses geh weg, das könntest du auch so übersetzen mit fliehe, renn bloß weg von mir, such das Weite,
weg, weg. Daraus ist auch dieses Wort Exit entstanden. Raus. Such den Notausgang, Jesus, denn ich bin nicht würdig, dass du in meinem Boot stehst. Und bevor du dich beschmutzt, deine Heiligkeit mit meiner Sündhaftigkeit, geh lieber weg. Aber eigentlich würde ich gerne in deiner Nähe sein. Eigentlich würde ich gerne vor dir knien, weil ich dich brauche. Ich finde diese Situation sehr interessant und ich habe mich gefragt, was hat denn diesen jungen Mann geprägt, dass er nicht einfach nur sagte, Jesus, geh weg, ich habe es gar nicht verdient, sondern dass er wusste, eigentlich, ich darf mich ihm nähern, ich will in seine Nähe kommen, aber irgendwie doch nicht. Bei der Bekanntgabe der 10 Gebote zum Beispiel können wir was lesen, 2. Mose 20, ab Vers 18. Und der Petrus, das darf man nicht vergessen, war ein jüdischer Mann, der regelmäßig wahrscheinlich in die Synagoge ging und dreimal im Jahr zu den Pilgerfesten nach Jerusalem reiste. Ja, das war so üblich. Und der wusste und er hatte viel gehört, wie Gott ist, wie man mit Gott umgehen darf auch und wie Gott mit Menschen umging und wie ein Herz sein sollte, welches sich Gott nähern möchte. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, das war eine große, imposante Situation bei der Bekanntgabe der 10 Gebote, und als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Seine Heiligkeit und wir. Doch Mose beruhigte sie, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Interessant, was das Herz von Petrus geprägt hat. So eine Passage zum Beispiel auch. Oder eine Passage wie die in Jesaja 6, Verse 5 bis 7. Jesaja hatte eine Vision gehabt. Er hat den Tempel gesehen und Gott gesehen, so wie er sagt. Und er wusste, eigentlich geht das nicht. Aber irgendwie will ich doch. Vor Angst schrie ich, also Jesaja, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Weiter. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, dem Opferaltar. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, die Sünde ist dir vergeben. Also da steckt dieses Bild hinter, mit Feuer werden Dinge geläutert, gereinigt. Jesaja selbst sieht sich verloren, er sagt, es kann nicht sein, ich bin dem heiligen Gott begegnet, ich vergehe, ich muss sterben. Aber Gott sieht sein Herz und schickt den Engel los und sagt, hol die glühende Kohle, nimm seine Sünde weg. Und er hat sich übrigens auch mit der Sünde des ganzen Volkes identifiziert, der Jesaja. Wir wissen nicht, ob er so schlimm war wie die Leute seines Volkes, glaube ich nicht. Aber Gott sagt, ich sehe dein Herz, ich nehme das weg. Du brauchst nicht sterben, du darfst in meine Nähe kommen, trotz deiner nicht heiligen Wesensart. Und ich will uns Folgendes sagen, Gott hat kein Problem mit einem Herzen, was auch mal verkorkst sein kann. Gott hat kein Problem mit einem Herzen, welches gebrochen ist. Gott hat auch kein Problem, wenn unser Herz ab und an mal an seinen Wertmaßstäben vorbeilebt. Schön ist es nicht und die Konsequenzen müssen wir trotzdem tragen, aber Gott kommt damit zurecht. Womit Gott aber nicht zurechtkommt, und was immer und immer wieder in der Bibel gesagt wird, ist, dass wenn unser Herz hart ist,
wenn es unbußfertig ist, wenn es verstockt ist, wenn wir meinen, Gott muss uns geben, weil er uns schuldig ist. Reicht. Danke. Gott muss. Nein, Gott muss nicht. Womit Gott auch nicht zurechtkommt, ist, wenn unser Herz versucht, andere Herzen wegzulenken von ihm. Wenn unser Herz komplett verdorben ist, wenn nichts mehr zu tun ist, wenn nicht ein Funke Umkehr in unserem Herzen drin ist, nachdem wir an seinen Wertmaßstäben vorbeigelebt haben, dann ist keine Hoffnung da. Und das bezeugt uns eine Passage, die Petrus auch geprägt hat, nämlich aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 6, Verse 5 bis 9. Da geht es um die Geschichte von Noah. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Völlig, komplett. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken, ihr Plan, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von dem Größten bis zum Kleinen und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Noah war der Einzige, der vor den Augen des Herrn bestehen konnte. Und dies ist die Geschichte Noahs und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffender, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Hier wird nicht gesagt, dass Noah keine Sünde hatte. Hier wird nicht gesagt, dass Noah vollkommen war. Aber hier wird gesagt, indirekt, er hatte ein Herz, welches nicht komplett verdorben war. Er hatte ein Herz, welches Gott suchte, welches auf seinen Wegen wandeln wollte. Und deshalb unterschied Noah als einziger samt seiner Familie dann sich von dem ganzen Rest, deren Herz komplett verdorben war. Und ich betone es, mit einem verkorksten Herzen kommt Gott zurecht, aber nicht mit einem verstockten Herzen, welches sagt, nö, brauche ich nicht. Und Gott hat auch kein Problem damit, wenn wir etwas länger brauchen, damit um zu verstehen, um umzukehren, auch nach ganz großen Versagen. Denk mal an die Geschichte von König David, der sich die Frau eines seiner loyalsten Soldaten genommen hat, nachdem er gewarnt wurde, David, tu das nicht, das ist die Tochter von dem, das ist die Frau von dem, du solltest das nicht tun, eigentlich hättest du lieber im Krieg sein müssen, das, was du hier machst, ist komplett falsch, nein, holt mir die Frau, ich will sie haben, und dann nahm er sich diese Frau, und dann hat er auch noch versucht, diese Sünde zu vertuschen mit einer noch größeren Sünde, und es hat geklappt. Er hat sogar den Mann dieser Frau umgebracht. Und jetzt könntest du denken, was für ein kaputtes Herz. Wie wenig Verständnis da ist für Sünde und all das. Aber Gott kannte das Herz von David. Also schickte er den Propheten Nathan. Und Nathan redete mit ihm. Und dann erkannte David und sagte, was habe ich getan? Das hätte mir nicht passieren dürfen. Und wie sein Herz war, das lesen wir im Psalm 51, Verse 11 und 13 und dann noch danach. Guck mal. Er sagt dann zu Gott, schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz. Er hat gemerkt, sein Herz war nicht rein. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also ich will in deiner Nähe bleiben, aber irgendwie bitte vergib mir, weil ich kann es nicht allein. Schick mich nicht weg. Der Nächste. Dir liegt nichts daran, dass ich dir die Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Ein Herz, welches will, ein Herz, wo Reue ist, das nimmt Gott an. Das schenkt Gott Vergebung. Das schenkt Gott Neuanfang.
auch nach den größten Versagenskünsten, die wir so an den Tag legen. Das ist eine schöne Botschaft. Kommen wir mal zurück zu Petrus. Und jetzt verstehen wir wahrscheinlich auch dieses: Jesus, ich will vor dir knien, aber eigentlich geh weg. Ich habe es nicht verdient. Merken wir, welches Herz dieser Mann hatte? Und es wundert mich nicht, warum Jesus ihn, diesen Fischer, warum Jesus ihn rief in seine Nachfolge und warum er ihn auch noch zum Anführer machte, weil er wusste, der Typ ist voller Herz. Er liebt mich, aber er kann auch richtig daneben lang. Aber er liebt mich und er kommt wieder zurück. Und deswegen hat Jesus zu ihm gesagt: Hey Petrus, fürchte dich nicht. Ich werde dich zu einer großen Berufung erheben. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Nicht länger nur Fische fangen. Größere Aufgabe: Du sollst Menschen für mich gewinnen. Du sollst die Welt verändern. Eines Tages, im Jahr 2021, da wird ein junger Mann, der gar nicht mehr so jung ist, in Kreuzheide über dich sprechen. Was, über mich? Ja, so groß ist deine Berufung, Petrus. Und jetzt könnte man denken, er hat es verstanden, er hat richtig Gas gegeben, er ist nur auf den Wegen Gottes gewandelt. Und dann gegen Ende des Lebens von Jesus, die drei V's, so nenne ich sie. Jesus braucht ihn im Gebet und er hat verpennt. Er hat sich verpieselt, als Jesus gefangen genommen wurde, und er hat ihn verleugnet. Und er fühlte sich mies. Er wusste, das, was ich getan habe, das hätte ich nicht tun dürfen. Das war richtig schlimm. Und Jesus hat es mir sogar prophezeit: Petrus, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Ich werde dir folgen, ich werde alles machen, ich. Und Jesus sagt: Du wirst mich verleugnen. Du wirst es hinkriegen, obwohl du mich so gut kennst. Obwohl wir 3 Jahre lang so eng zusammen waren. Wir haben zusammen im gleichen Zimmer geschlafen. Wir sind morgens aufgewacht, wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen Lobpreis gesungen. Und du wirst es hinkriegen. Wisst ihr, was die Reaktion von Petrus war? Wir lesen sie, Matthäus 26, Vers 75. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und das war nicht nur ein Weinen, während er gleichzeitig noch seine WhatsApp-Nachrichten gelesen hat. Da weinte bitterlich, dort steht ein Wort im Urtext, was heißt, er weinte schluchzend laut, sodass ihn viele Leute hören konnten, so wie bei einem Trauerfall, wo du um etwas trauerst, was gestorben ist. Er dachte, die Beziehung zwischen ihm und Jesus ist jetzt für immer zerbrochen. Tod. So hat er geweint. Jetzt die Frage: Hinter welchem Sofa hat er sich versteckt bei der nächsten Begegnung mit Jesus? Wo war er anzutreffen? Wir lesen es in Johannes 21, welches Sofa er wählte. Da geht es wieder um einen Fischfang. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte Jesus sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber konnten es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, das war Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr, der uns das Kommando gegeben hat. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Petrus sagt: Weg mit dem Sofa. Weg mit dem Versteckten hier. Jesus ist da, egal wie groß meine Scham ist, egal wie groß mein Versagen war, egal was alle um mich herum denken, die wissen, dass ich versagt habe. Ich springe jetzt aus diesem Boot. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Ich springe aus diesem Boot und laufe Jesus im Wasser entgegen oder ich schwimme ihm entgegen. Wir wissen nicht, wie tief es war.
aber ich will zu Jesus, weil ich weiß, er kennt mein Herz und ich kenne sein Herz. Und wenn mein Herz ehrfürchtig ist und demütig, dann wird er mich annehmen, dann wird er mich nicht wegschicken und sagen, verschwinde hinter dem Sofa. Dann wird er mich annehmen. Und ich kenne nicht jedes Detail deines Lebens, aber eins kann ich sagen, wenn du ein Mensch bist, dann kannst auch du so richtig versagen. Und ich weiß nicht, ob du gerne weiter hinter deinem Sofa dich verstecken willst oder ob du von Petrus lernst, dass Jesus Nähe zulässt, aber mit Ehrfurcht. Deswegen mache ich dir Mut, komm raus aus deiner Ecke, aus deiner Höhle, von hinter deinem Sofa, komm raus, lass dich neu berufen, fang neu an, aber vergiss eins nicht, dieses Detail, dass Petrus sich dieses Obergewand anlegte. Das war ein Zeichen der Ehrfurcht. Man begegnete jemanden, den man so respektierte, nicht einfach nackig mit Oberkörper frei, sondern es war ein Zeichen der Wertschätzung dem anderen gegenüber. Ich mache dich nicht peinlich, indem du mich nackt sehen musst. Das war so im Judentum. Wir dürfen zu Jesus kommen, aber gekleidet mit Ehrfurcht, mit Demut. Wir dürfen vor ihm knien und zittern, aber gleichzeitig werden wir auch hören, fürchte dich nicht, ich habe noch was mit dir vor. Also bitte, wenn du heute nachher rausgehst, denke über dein Herz nach. Wenn es hart geworden ist, nimm den Hammer und zertrümmer es, bis es wieder zerbröselt und weich werden kann. Rede mit jemandem. Lass nicht zu, dass du komplett verstockst. Denn du wirst gebraucht für das Reich Gottes. Du bist wertvoll. Du darfst aus deinem Versteck rauskommen. Kein Scham mehr in dem großen Stil. Reue ja, aber kein Verstecken. Und weißt du, was du dann erleben wirst? Jesus liebt dich. Jesus vergibt dir. Jesus freut sich, wenn du in seine Nähe kommst. Jesus nimmt dich in seine Arme. Jesus will dein Freund sein. Jesus will dich segnen. Und er wird dir den Weg am Ende zum Vater ebnen, auf dass du die Ewigkeit bei Gott verbringst. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und an dieser Stelle wollen wir auch beten für unsere Schwester Sabine, die eine schwere Diagnose bekommen hat, und auch für Claudia, die jetzt im Krankenhaus ist mit einem Herzinfarkt. Ist noch viel zu jung für einen Herzinfarkt. Wir beten für sie. Vater, wir danken dir, dass wir verstehen dürfen, dass wir ganz neu zu deinem Sohn Jesus kommen dürfen und dass wir angenommen sind. Danke für deine Gnade und Barmherzigkeit, weil du unser Herz siehst. Und Herr, gemeinsam als Gemeinde und auch all diejenigen, die sich uns zugehörig fühlen, bitten wir um deine Barmherzigkeit für Sabine, dass du ihren Körper anrührst, dass du Heilung schenkst und dass du ihre Familie bewahrst in dieser Situation und vor allem die Seele. Und am Ende wissen wir, du entscheidest, wie Dinge ausgehen, aber wir kommen im Glauben und wollen vertrauen. Und bitten um dein Eingreifen. Und ebenso bitten wir dich, dass du bei Claudia bist, sie ermutigst jetzt, sie stärkst, ihr Herz wieder festmachst, dass keine Spuren vom Herzinfarkt bleiben werden, weil sie so jung ist. Segne ihre Familie und ihre Seele. Und danke, dass wir dir noch etwas singen dürfen, aus Dankbarkeit zu deinem Lob, weil du würdig bist. Amen.